Hallo Leute und herzlich willkommen. Da sind wir auch wieder zu Let's Play A Game of Dwarfs. Ihr kennt das ja, genau hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Warum starte ich nicht immer im Hauptbildschirm? Ja, so eine Aufnahmesession, das zieht sich halt manchmal ein bisschen. Da nimmst du mehrere Folgen hintereinander auf und willst dann nicht immer wieder raus in den Hauptbildschirm und dann um dann das Spiel neu zu laden. Das ist nicht immer die sinnvollste Entscheidung und aus dem Grund starten wir halt hier mitten im Spiel. Begrüßt Werther von mir natürlich trotzdem. Herzlich willkommen für die, die es noch nicht gehört haben. Aber ja, wie gesagt, das raus jedes Mal nur, damit ihr hier einen Startbildschirm seht und Zeit verloren geht fürs Reinladen und hast du nicht gesehen, ist jetzt nicht so viel bei dem Spiel, aber prinzipiell, ne? Ja, starten wir halt lieber gleich direkt drinne. Wir haben auch schon massenweise Rohstoffe, von allem ist was dabei. Geld, wissen wir bald echt nicht mehr wohin. Oh, hier kann man noch buddeln. Und ja, nur der eine. Dann buddel mal. Nicht, dass wir hier irgendwie noch ein Hungerproblem bekommen. Buddeln ein bisschen schneller. Ich gebe ja ganz ehrlich zu, ich bin ein bisschen vorsichtig mit dem. Mit dem Turbo-Boost hier, seit mir der in vor 2 Folgen war es, glaube ich, der Zwerg da gestorben ist. Fand ich persönlich jetzt nicht so motivierend. Sagen wir, ziehen wir noch mit ein paar Betten hier um. Ach nee, hier verschieben. Bett. So. Verschieben. Bett. Verschieben. Das Ding. Und die müssten jetzt hier alle ganz gemütlich da runtergelaufen kommen. Demnächst zumindest. Ja, hier zwischendurch immer mal so ein Esstisch stehen zu haben, ist jetzt nicht das Schlimmste. Man, der pennt ja gleich im Stehen ein. Dann leg dich ins Bett. Ich habe extra welche gebaut für solche Leute wie dich. Ja, die stehen momentan alle ein bisschen hier langweilt rum. Kann man natürlich hier direkt einfach mal noch was zum Abbauen anregen, irgendwie so ein bisschen. Mir fehlen irgendwie meine Kampfzwerge hier unten. Weil wenn das hier wirklich besagte große Kammer ist. Dann hätte ich die schon ganz gerne da an Ort und Stelle, wo sie hingehören. Können wir mal einen Turbo reinhauen. Und mit dem letzten warten wir jetzt, bis die sich hier unten eingefunden haben. Wann auch immer die denn dann da runterlaufen wollen. Ja, alle mal weg. Und alle wieder hin. Ich habe keine Ahnung, wo der König jetzt hinläuft, aber der ganze Rest hier ist auch irgendwie nicht sonderlich beeindruckt von dem neuen Platz da unten, wo sie eigentlich stehen sollten. Da kommen sie da runter und hier kommen sie noch weiter runter und dann brauchen sie nur, alle anderen sind ja auch hierher gekommen. Na gut, okay, wir können ja hier mal den letzten einfach wegreißen und gucken, was passiert. Gleich ist es soweit. Achtung, jeden Moment muss es soweit sein. Die Hacke sieht echt ein bisschen krumm aus. Oh, da sind sie. Und so kann ich den Bericht des roten Magiers bestätigen. Die Zwerge sind tatsächlich zurück. Könnt ihr standhalten, bis wir Verstärkung schicken? Nicht notwendig. Lass es aber zur Sicherheit die anderen wissen. Ja, blauer Magier. Wir sind jetzt da. Oh, hier ist auch wieder geil dekoriert. Bitte was? Bitte was? Stufe 85? Alter, lauf, kleiner, lauf!
Na, so ein Dreck. Eins, zwei. Da ist der dritte. Wo laufen die anderen alle hin? Vor allen Dingen der da, der Bogenschütze? Und warum ist der da gleich tot und der andere hat noch so viel Energie? Alter, das gefällt mir gerade gar nicht. Ah, der Armbrustschütze schießt natürlich von da hinten durch die Wand. Das sieht bis jetzt nicht so prickelnd aus. Hätte ich gewusst, was das hier für ein Typ ist, da bleiben nicht viele von unseren Zwergen übrig. Ich meine, es sieht so aus, als könnten wir es schaffen. Vor allem aufgrund der Tatsache, dass unser Armbrustschütze da, also wirklich von Entfernung, noch einiges reißen kann. Oh. Wenn er denn hinterherkommt. Du sollst da nicht anfassen. Ein Runentisch. Was zerlegt denn der hier alles? Und wo ist der blöde Armbrustschütze? Echt, kühlt euch ab, aber der Tod ist euch gewiss oder sowas? Das ist gar nicht gut hier, was der macht. Aber den haben wir gleich. Juhu! Aber Rache wird am besten eiskalt serviert. Dieser Magier macht mir Angst. Stellt euch nur vor, als diese Ländereien nur so von ihnen wimmelten. Lasst uns den Kristall nehmen und diesen Ort verlassen. Aktiviere den grünen Kristall, das können wir gerne gleich machen. Aber erstmal natürlich hier. Das ist ja schon eine volle Hütte hier. Wir haben massenweise Zwerge verloren. Wir verkaufen jetzt so den ganzen Schrappel noch. Einfach so, ich weiß, wir brauchen es nicht. Wir machen es aber trotzdem. Einfach, weil wir es können. Hätte man sich bestimmt auch schön irgendwie noch was mit einrichten können, aber nö, sehe ich ja nicht ein. Der hat massenweise unsere Zwerge kalt gemacht. Jede Menge Buddelzwerge und unsere Kämpfer sowieso alle. Strafe muss sein. Hier, Fackeln weg. So, Kumpel, hast ja ein schickes Zuhause hier. So ein Arschloch. Ja, na dann interagier doch hier mit dem grünen Kristall. Läuft er noch auf, ist schon immer auf dem Weg irgendwie? Da, der da will krabbeln. Das ist der Jüngste, aber hier einen Kristall ankrabbeln wollen. Das sind sie. Und warum ist der blöde, wo ist der blöde König? Warum hat der nicht mitgekämpft? Ach, wir haben uns hier hoch in unseren rosa Schwuchtelpalast verzogen. Na, so ein Arschloch. Und das ist die Lage. Ah, das sind äußerst interessante Nachrichten. Wir sollten es ihm sagen. Er ist eh mit einem neuen dieser nervigen Spielzeuge unterwegs. Also ist er momentan nicht erreichbar. Okay. Außerdem wird es alles noch komplizierter machen. Fürs Erste benötigen wir zusätzliche Daten. Da sie bereits den roten, den blauen Magier erwischt haben, werden sie wohl nur noch euch, dem grünen Magier, auf den Pelz rücken. Halt uns auf dem Laufenden und schickt uns alle Informationen, der euer habhaft werden könnt. Hm, alles dermaßen lästig. Ah, dieser Kristall wird uns wohl die Reise nach Windarf ermöglichen. Wir schaffen das tatsächlich. Stellt euch König Vaters Gesicht vor, wenn wir alles zurückbringen könnten. Haha. Ja,
haben wir es geschafft. Zurück zur Welt. Errungenschaft freigeschaltet. Prospektor. Grüner Kristall. Und jetzt hier kommen, da geht noch was. Wir haben nämlich hier alle abgeschlossen. Plus 100 Einfluss. Und was ist damit? Ja, das lief ja jetzt nicht so. Noch ein besiegter Magier. Heute ist ein guter Tag. Die anderen Magier werden jetzt von uns wissen. Ab sofort müssen wir diese Sache ernster nehmen. Ich schlage also vor, dass ihr das Beste aus der Situation macht. Seht nur, ein weiteres Gebiet wurde freigeschaltet. Anscheinend habt ihr jetzt Zugang zum östlichen Teil Winterhafs. Schöner Ort, aber für meinen Geschmack etwas zu windig. Die neuen Orte scheinen eine Art Kommunikationszentrum und eine alte Elfenruine zu sein. Merkwürdig. Hier haben wir noch, oh, wir haben noch einen Punkt zu verteilen. Gibt euch auf jedem Level zusätzliche militärische Macht. Ihr erhaltet von jedem Rohstoffblock mehr Rohstoffe. Beginnt jede Siedlung mit einem kostenlosen Forschungspunkt. Das wäre natürlich nicht schlecht. Aber so wie der Magier jetzt gekämpft hat, wäre natürlich auch hier militärische Macht. Ach, wir nehmen das da. Ja, wir sind sicher. Alle Forscher führen ihre Arbeiten besser durch. Der erste Forschungstisch ist kostenlos. Der Prinz sorgt für einen passiven Forscherbonus. Also hier müssen wir definitiv noch weiter runter, aber das werden wir natürlich nicht schaffen auf den Karten hier. Und das da haben wir erobert. Hier haben wir ja immer noch was offen. Was haben wir hier? Ach, das ist, Dingens, Inventar. Hier haben wir schon, einen grünen Kristall, einen blauen Kristall und einen roten Kristall, ein Schwert, ein Zepter, unser hässlicher König. Hemland. Ja, das wissen wir, dass das Hemland ist. 17 hier noch so. Mehr? Die ersten Verbesserungen des Spawnpools ist kostenlos. Alle Zwerge müssen weniger schlafen und essen. Das wäre natürlich auch cool. Alle Objekte werden viel billiger. Ist das? Mehrere Technologien sind schon zu Beginn freigeschaltet. Das ist alles cool, aber wir werden keine 15 Punkte mehr bekommen. Selbst wenn wir alles machen, werden wir das nicht hinbekommen. Hier sind wir ja schon durch. Hier haben wir noch so ein Fleckchen Erde, wo wir hin können. Dann haben wir hier zwei Stück. Einmal die Elfenruine, da wollen wir jetzt nicht hin. Das Kommunikationszentrum, da ist wohl scheinbar noch der Magier. Was haben wir denn hier noch? Da kommen wir jetzt nicht hin. Schade. Also das ist wahrscheinlich erstmal das einfachere Gebiet. Ich will doch hier nicht immer irgendwas anklicken. Und das hier haben wir noch offen. Der Tunnel. Wo geht denn der Tunnel eigentlich hin? Zwischen Midland und Wortmark. Südmidland? Hemland? Ostwindorf? Was ist denn hier? Wortmark? Nordmidland? Ich habe keine Ahnung, was... Ne, hier jetzt nicht weiter. Und was das andere ist, weiß ich noch nicht. Hier ist ja noch ein Tunnel, aber da werden wir wahrscheinlich nicht... Also, was heißt Tunnel? Da ist noch so ein Loch, da ist noch ein Loch, da auch. Der Nordpass. Ja, das haben wir ja nur auch schon. Ihr habt... Ja. Oh, hier stehen auch schon die Zwerge alle bereit. Der Garten und die Prüfung. Gut, also ich würde sagen, die Folge hat jetzt zwar noch nicht ganz 20 Minuten, aber das macht nichts. Die machen wir heute einfach mal kürzer, weil die andere war ja schon ungeheuer lang. Ach, was soll's. Wir starten einfach hier. Los, komm, ab im Tunnel. Waren wir nicht im Tunnel? Ne, im Tunnel wollten wir jetzt. Dann kann ich zumindest schon mal den ganzen Intro-Quatsch die Folge noch vorlesen. Wenn es denn dann hier irgendwann weitergeht. Ah, jetzt. Oh, hier haben wir ja auch kaum Quests. Ja, Moment. Ich lese gleich vor. Was haben wir hier? Ende des Tunnels erreichen. Erste Tür öffnen, zweite Tür öffnen, dritte Tür öffnen. 10 Ereignisräume gefunden. 500 Blöcke gekramt, das kriegt man hin. Sparen, 5000 Reichtum angesammelt. Das wird wieder, viel Arbeit. In Ordnung, Zwerge, alle mal zuhören.
Dies ist der einzige Weg nach Wodmark, dem Land im Süden. Ah, okay, das ist das, wo wir auch noch nicht hin konnten. Die Kundschafter haben aber berichtet, dass der Weg an der Oberfläche dorthin vollständig von Bäumen versperrt ist. Der einzige Weg scheint durch diesen alten Tunnel zu führen. Wir sollten also nachsehen, ob wir durch ihn irgendwie auf die andere Seite gelangen. Okay. Kriegen wir bestimmt hin. Hier haben wir auch direkt den ersten Forschungspunkt. Den nehmen wir aus, dass unsere Forscher effizienter wären. Klarer Fall. Hier haben wir hässliche Steinbetten, aber immerhin sind schon welche da. Ein Futtertisch ist auch da. Und wir befinden uns auf Ebene 11. Der Kamerawinkel passt mir schon wieder überhaupt nicht. Wie hat man den? Ah, hier. Mittlere Maustaste war's. Was kommt hier nach oben? Nicht mehr viel. Da ist ein bisschen Silber. Also generell geht es hier in die Richtung schon mal nicht weiter. Und hier wahrscheinlich auch nicht mehr lange. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dieser Tunnel damals so klein war. Die Zwerge haben damals in Wodmar gewaltige Projekte durchgeführt, über die König Vater aber niemals reden mochte. Sicherlich haben sie zum Materialientransport dorthin riesige Fahrzeuge eingesetzt. Inzwischen muss dieser Tunnel aber eingestürzt sein. Wir müssen den Weg hindurchfinden und darauf hoffen, dass er nicht versperrt ist. Ja, oh, hier haben wir noch so ein Jungzwerg. Was haben wir denn? Wir haben einen Soldaten irgendwo. Da. Zwei Butler. Ach, ein Bauarbeiter. Ein Forscher. Ein Gärtner. Und ein Jungzwerg halt. Okay, ich würde sagen, wir bauen hier als erstes mal irgendwie was zu futtern hin. Und dazu reißen wir mal das da weg. Und das und das. Das auch. Das hier prinzipiell auch. Die Fackel setzen wir erstmal woanders hin. Einfach erstmal dahin. Auf dem Weg nach Wodmark befindet sich ein Außenposten. Dort sollte es genügend Platz für Betten und derlei Dinge geben. Vielleicht sogar etwas, das sich mitzunehmen lohnen würde. Hahaha. Nee, das sollte vorerst unser Ziel sein. Lasst uns zusehen, ob wir den Außenposten erreichen können. Dann sehen wir weiter. Ja, können wir ja später. Nur erstmal großzügig ein bisschen abtragen. Einen Forschungstisch brauchen wir auch noch, wo auch immer wir den denn hinstellen wollen. Das sehen wir dann, wo wir uns da eine Ecke einrichten. Hey, der ist aufgestiegen. Der wahrscheinlich auch gleich. Na, wobei. Wenn der dann irgendwann hier fertig wird. Jetzt. Das dauert aber noch mit dem Aufsteigen. Wir können ja in der Zeit, wo die da buddeln, hier schon mal ein paar Pflanzen hinsetzen. Was haben wir denn immer hier gebaut? Karottenbeet? Ein Karottenbeet. Eins, zwei, drei. Halt, hier waren Sonderpflanzen. Eine Holzpflanze. So, jetzt solltest du vielleicht erstmal. Ah, okay, das ist jetzt schon ruckzuck weggegangen. So, hier noch ein bisschen freiräumen. Was machen wir denn mit dem Jungzwerg? Der könnte eigentlich mal hier Gärtner werden. Arbeiter? Ja. Der wird Arbeiter. Direkt im Schlaf. So eine Berufsausbildung, das macht sich im Schlaf. Ja, die buddeln ja alle noch recht langsam, aber wir sind ja auch erst am Anfang. Da wollen wir niemanden unter Druck setzen. Wir müssen auch unbedingt eine Ecke für so einen Forschertisch finden. Vielleicht stellen wir den einfach hier mit her. Machen wir einfach mal. Die buddeln weiter in aller Ruhe. Das ist ein Esstisch. Forschung, ein Forschertisch.
damit. Nicht wieder Pause. So, Forschertisch. Die machen auch schon wieder Pause, aber na gut. Man will ja jetzt sich auch nicht ständig beschweren. Ich wüsste doch gerne, wo es hier lang noch geht. Und hier haben wir noch Gold. Was ist denn uns? Oh, unsere Grenze ist nur bei 750. Das bedeutet, wir bauen jetzt erstmal Kisten. 10 Platz. Und so ein großer Schrank hat 10 Platz. Die Kisten waren eindeutig das effizientere. Brauchen wir am Anfang Eisen? Ach nö, komm, wir bauen ja erstmal einfach 2 Truhen hin. Dahin und dahin. Da passt keine hin. So, setzen wir jetzt hier eine Truhe hin. Warum passt da keine Truhe hin? Wissen wir nicht. Okay, dann kann die da auch erstmal weg. Setzen wir die Truhen woanders hin. Wo setzen wir Truhen hin? Eigentlich kann man die auch hinterher noch vorstellen. Komm, setz so eine scheiß Truhe hin und dann ist gut. In die Richtung, da sollen wir buddeln. Ja, passt auch. Da war die andere Truhe hin. Ach ne, wir haben einfach nicht genug Eisen. So sieht's aus. Ganz einfache Sache. Naja, irgendwo dran muss es ja immer scheitern. So, hier alles fleißig wegreißen. Wir brauchen möglichst viel Platz für Felder. Oh, jetzt ist so ein Mist, jetzt ist so eine Fackel weg. Naja, was soll's. Wo ist denn hier der Baumeister? Der Tisch ist auch noch nicht fertig. Was macht denn? Ach jo, na guten Morgen. Ich hoffe, ich habe niemanden geweckt. So, wir haben ja noch einen zweiten Gärtnerzwerg irgendwo ihr habt. Ah, jetzt ist er fertig. Super, und ich mache schon wieder viel zu lange. Jetzt sieh mal zu. Jetzt ist das auch weg. Sehr gut, scheinbar kommen wir hier an diversen Ecken dann immer nicht raus. Das ist aber gar nicht so schlimm. Dann können wir hier alles ein bisschen ausheben am Anfang. Und haben dann auch so direkt ein abgegrenztes Gebiet auch irgendwo. Das ist erstmal alles nicht so schlimm. Okay, jetzt wird es aber langsam Zeit zu speichern. Ehrlich gesagt habe ich für die Session heute auch genug aufgenommen. Wollte eigentlich hier nur ein kurzes Ründchen, aber es hat es ja dann doch ein bisschen hingezogen. 3 Folgen sind es jetzt geworden. Alle ein bisschen länger als 20 Minuten, wie man es kennt. Ja, ich möchte mich an der Stelle wie üblich fürs Zuschauen bedanken. Wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Nacht, wie auch immer. Und sag an der Stelle Tschüss, bis zum nächsten Mal.